Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute habe ich wieder ein schönes Mediabook aus dem Hause Wicked Vision mitgebracht. Und dabei handelt es sich um John Hoax. Hoffe ich mal, dass das so ausgesprochen wird. Also um John Hoax Abenteuer Science Fiction Film. Der Biggles-Effekt aus dem Jahr 1986. Der Originaltitel ist einfach nur Biggles. Das heißt, ne, ihr könnt also hier Biggles und Effekt einfach streichen, habt den Originaltitel da oder eben der Biggles-Effekt passt auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe von diesem Film bisher noch nie etwas gehört. Ich kenne ihn nicht, habe mir dann den Trailer angesehen und muss sagen, jo, das ist eigentlich genau mein Ding. Es geht hier quasi um Zeitreisen, mehr oder weniger um Zeitreisen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, macht dieser junge Mann hier immer wieder zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs geworfen, ja, auf jeden Fall 1917, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da trifft er hier auf diesen, auf Biggles, ja, wie heißt der, Biggles Wars oder wie er heißt, auf jeden Fall, genau, und er muss ihm mehr oder weniger immer wieder das Leben retten und ich hab's nicht ganz verstanden. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf diesen Film. Die Hauptrolle in diesem Film spielen Neil Dixon, Alex Hyde-White, Fiona Hutchinson und wir haben außerdem noch Peter Cushing mit dabei. Schon alleine das ist für mich ein Grund, diesen Film auf jeden Fall anzusehen. Ich meine, gut, angesehen wird er eh, wird ja auch ein Review zugeschrieben für Blu-ray-Disc.de natürlich. Und ja, aber wie gesagt, ich habe von dem Film noch nie was gehört. Aber es gibt ja viele Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Das heißt, ich bin gar nicht so Mr. Allwissend, wie ich oft dargestellt werde. Die Filme, die ich gesehen habe, da schaue ich wirklich genau hin und lese mir auch viele Sachen durch. Und diese Sachen behalte ich merkwürdigerweise auch. Ich wünschte, ich würde wirklich wichtige Sachen behalten. Deswegen, also, wenn ich einen Film kenne, kenne ich ihn, aber den hier kenne ich nicht. So, wir haben vorne dieses Vorlageblatt drauf, das ist nur drauf gelegt, nicht geklebt. Herrlich, herrlich, danke Wicked Vision, dass ihr auf diese dämlichen Klebepopel verzichtet, die hier alles kaputt machen können. Nicht immer machen, aber können und dieses Vorlageblatt einfach nur drauf gelegt habt. Auf der Rückseite haben wir Madhouse, habe ich euch letztens erst vorgestellt. Hier haben wir alle drei Mediabook-Variationen. Ich habe den hier, meiner Meinung nach das schönste Cover, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. So, dann haben wir hier unten nochmal Werbung für dieses tolle Buch über Sirio H. Santiago. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich habe keine Ahnung. Das ist ein philippinischer B-Movie-Regisseur, der noch viel mit Corman zusammengearbeitet. Also von daher muss man den eigentlich kennen, wenn man so ist wie ich und sich für solche Filme interessiert. Dann ist es eigentlich ein Wunder, dass ich vorher noch nie was von dem gehört hatte. So, vorne haben wir draufstehen die Two-Disc Limited Collectors Edition Nummer 39. Dann haben wir hier noch den Hinweis, ungekürzte Fassung der Sci-Fi-Klassiker mit Peter Cushing in deutscher Stereotonspur und optionalen deutschen und englischen Untertiteln sowie umfangreichem Bonusmaterial. Freigegeben ist das Ganze ab 12 Jahren und das steht aber nur auf diesem Vorlageblatt. Das eigentliche Mediabook hat nichts davon drauf, da haben wir nur dieses Artwork und auch hier muss ich wieder sagen, das ist das beste Artwork meiner Meinung nach. Hier gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Das hier ist das Artwork mit dem Cover B. Dann gibt es auch Cover A und Cover C. Und die sind natürlich alle limitiert. So, hier steht es auch. Cover B limitiert auf 333 Stück. Wenn wir schon mal hinten drauf sind, schauen wir uns das mal an. Ein irrer Trip, ein Sprung in neue Dimension. Heißt das nicht Dimensionen eigentlich? Ein Sprung in eine neue Dimension. Ah, habe ich wieder zu schnell gelesen. Ist alles richtig, alles richtig. Der Michi hat den Fehler gemacht. Ein Sprung in eine neue Dimension. Also ist vielleicht gar keine Zeitreise, sondern vielleicht sogar ein Paralleluniversum, eine andere Dimension. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, hier. Ach, basiert auf W.E. Johns Romanreihe. Cool. Ne, habe ich auch noch nie von gehört. Ja, ihr seht, bei mir sind Lücken, aber ich habe ja auch Mut zur Lücke, solange man die Lücke schließen kann. Hier haben wir ein paar Produktfotos, Szenefotos aus dem Film. Hier haben wir die Credits, hier die technischen Spezifikationen. Es handelt sich um ein Blu-ray-DVD-Kombipack. Hier haben wir das Bonusmaterial, das sieht auf den ersten Blick schon mal nach reichlich aus. Dann haben wir hier nochmal den Hinweis, limitiert auf 333 Stück. Und, oh ja, ist kopiergeschützt, natürlich, ja, Raubkopierer sind Verbrecher, Punkt. Da gibt's nichts zu diskutieren, ist so.
So, auf der Seite haben wir nochmal den Filmtitel draufstehen, der Biggles-Effekt. Unten den Hinweis, es handelt sich um eine Blu-ray-Disc, von der DVD wird hier nicht mehr gesprochen. Und hier oben ist das Glotzauge von Wicked Vision, mein Lieblingsmarken-Logo. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Auch nicht schlecht, auch sehr schön. Es hat was von Indiana Jones, ja, von der Serie, diese Young Indiana Jones, Adventures of Young Indy, oder wie es hieß, ich weiß es nicht mehr. So, vorne drin liegen haben wir die Blu-ray-Discs. Schaut auch richtig gut aus. Und hinten drin liegt dann richtig die DVD. Das Ganze ist fast identisch. Der Doppeldecker ist an einer anderen Stelle. Und natürlich steht hier DVD und nicht Blu-ray drauf. Aber abgesehen davon, schön. Wir haben einen durchgehenden Innendruck hier mit diesen Uhren. Toll, toll. Auch die Farben. Ich stehe total auf sowas. Ja, dieses etwas Vergilbte. Herrlich, herrlich. Und ja, das hier. Also wenn es das jetzt als Cover gegeben hätte, wäre das mein Favorit gewesen. Wobei, nein. So gezeichnet ist schon schön. Das hier hat was von dieser Serie Zurück in die Vergangenheit so ein bisschen. Und das hier schaut nach Young Indiana Jones aus. Ja, im besten Fall ist der Film eine Mischung aus beidem. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gespannt. So, auch hier dieser Schriftzug. Ja, ich meine, das hier, das schaut mehr so nach 80er Jahre Liebeskomödie aus, Beziehungsteenie-Komödie. Das hier, das schaut nach Abenteuern aus. Ja, gut, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ja, so, dann haben wir hier wieder, das schaut aus wie jedes Mediabook von Wicked Vision oder wie die meisten Mediabooks von Wicked Vision. Eine angenehme Schriftgröße, eine angenehme Schrift, schönes Papier, zwischendurch immer ein paar Szenefotos. Und wenn ich den Text zwar auch noch nicht gelesen habe, gehe ich davon aus, dass hier wieder haufenweise Informationen drin sind, wie es bei Wicked Vision eigentlich immer der Fall ist. Ich meine, ich hätte hinten auch gelesen, genau, das Booklet ist von Christoph N. Kellerbach. Ja, alles klar, wunderbar. Können wir von ausgehen, wir haben hier wir werden von Informationen erschlagen. Ja, und trotzdem wird das Ganze nicht trocken und nüchtern rausgehauen, sondern interessant, informativ, richtig schön, der Christoph N. Kellerbach. Da wissen wir haben hier ein Booklet drin, das sich zu lesen lohnt. So, jetzt sind wir in der Mitte angelangt und sehen die drei Tacker-Klammern, die das Booklet an Ort und Stelle halten. Ich mache das hier mal ganz vorsichtig, weil mir ist, habe ich es letzte Mal schon mal gesagt, eins kaputt gegangen, das ist aber auch runtergefallen und ihr könnt nicht glauben, ich war so fertig, echt, das ist total scheiße. Aber ja, das passiert halt, ne? Deswegen passt auf eure Sachen auf. So, jetzt hatten wir gerade eine Seite mit nur Text, ohne Bilder, ja, aber das seht ihr ja selber. Ich muss jetzt ja nicht auf jede einzelne Seite eingehen. Wir sehen also hier nochmal, also es ist sehr textlastig, was ich gut finde, ja, weil wenn ich ein Booklet habe, dann will ich auch Text haben. So, dann haben wir hier nochmal ein Kinoplakat, nehme ich an, dass das ein Kinoplakat ist. Oder vielleicht, genau, deutsches Kinoposter, hier steht's auch. Da muss ich sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, also die Figuren hier, das sieht aus, als hätte das irgendeiner an der Zeichenschule. Seid mir jetzt nicht böse, das ist mein persönliches Empfinden, aber diese Figuren hier, die sehen nicht so richtig, also wenn das im Vergleich zu dem hier, ja, da kann man schon sehen, wer es ist, aber das hier, das, naja, gut, ist ja auch egal. Ja, mein persönliches Empfinden. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber sowas Ähnliches habe ich damals auch auf meine Videokassetten drauf gemalt. So, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Hier nochmal Peter Cushing mit, sieht aus, als wenn es zusammengefaltet war. Ist es aber nicht. Vielleicht war das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut das Ganze sehr gut aus. Der Biggles-Effekt, nicht der Biggles-Effekt, original nur Biggles. Jetzt bald auf Blu-ray und DVD im Kombipack in drei verschiedenen Mediabook-Versionen erhältlich. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Review folgt in Kürze. Und ja, schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein. Seid schlau, schaut blau und wie immer, bleibt geil.